Ja, und hier hast du mich damals angesprochen. Ganz frech. Genau, ganz frech. Aber auch sehr charmant. Und dann hast du mich in die nächste Bar entführt. Ja, das ist wohl eine gute Entscheidung gewesen. Ich war schon lange nicht mehr mit einer Frau zusammen. Sei nicht allzu streng mit mir. Ich wollte nur sagen, ich bin so froh, dass Papa dich gefunden hat. Du tust ihm so gut. Echt? Er ist so viel entspannter und ruhiger. Ich habe noch nie erlebt, dass er einen Witz für sich selber macht. Weißt du, worauf ich Lust habe? Nein. Eine Wohnung einzurichten. Mit dir gemeinsam. Wie war dein Tag? Ich quäle mich immer noch mit dem Peter Klaas und seinem Stillleben herum. Gib zu, du bist nur noch bei mir, weil ich so gut kochen kann. Genau, allein würde ich elendiglich verhungern. Wie war dein Tag? Irgendetwas ist in meinem Kopf. Versummt. Versummt, versummt. Und es bringt alles durcheinander. Im Verlauf der Krankheit gibt es einen Punkt, den nennt man die gnädige Schwelle. Das ist der Punkt, an dem man vergisst, dass man vergisst. Ich werde eines Tages nicht mehr selbst entscheiden können. Werde nicht mehr denken können. Werde vergessen, was ich liebe. Wird Liebe vergessen, wird dich vergessen. Und dann will ich nicht mehr sein. Diese Scheißkrankheit! Du kämpfst nicht gegen sie an, du legst dich mit ihr ins Bett! Hatte Schmerzen. Physische, nein. Merkst du das überhaupt? Dass du nur noch sein Leben lebst? Das ist jetzt mein Leben. Und zwar genau das Leben, das ich führen will. Und wie lange willst du das noch sein? Habe ich dir eigentlich schon einmal gesagt, dass ich dich liebe? Nein. Weiß ich nicht. Sag's ganz einfach noch einmal. Und aus den Lippenflossen dort und hier verirren sich unsere Seelen in unsere Seelen. Lebt wohl, ihr Sorgen. Wollt ihr mich noch quälen? Ich habe in diesen entzückenden Sekunden, wie man mit Wonne sterben kann, empfunden.